Hallihallo, ihr Lieben. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Christinas Welt hier auf meinem Kanal Christina LP. Und ja, gestern haben wir endlich unsere Farm zu Ende gebaut. Und ich habe immer noch die gleichen Klamotten an, weil ich bin immer noch am selben Tag im Aufnehmen. So, wir machen auch einfach mal direkt weiter. Und gucken mal, was hier draußen abgeht. Ich habe mich mal nicht vor der Sonnenblume erschrocken. So, was können wir jetzt denn machen? Wir haben jetzt hier die Farm. Und wir wollten uns einen Hund holen, ne? Und die Hunde waren hinterm Haus. Das heißt, wir holen uns jetzt einen Hund. Knochen habe ich genug mit. Holen wir uns doch mal ein Hündchen oder zwei oder drei oder vier. Mal gucken, wie viele wir bekommen. Weil da waren ja einige. Dann haben wir schon mal außer ein Pferd ein paar Doggies. Ein paar Doggy-Dogs. So. Na, bleib ich hier hängen wie so ein Otto. So, Pferdchen will ich nicht. Nee. Pferdchen will ich jetzt nicht haben. Da, Hund. 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 So, wie ging das jetzt nochmal? Knochen in die Hand nehmen. Mal riecht schon. Langsam dahin, ne? So, der ist schon mal jetzt mir. Du willst auch, ne? Ja! Da habe ich mal zwei. Du willst doch bestimmt auch. Nee, er läuft weg. Da will einer nicht. Ja, Hundis. So. Willst du bestimmt Knochen, oder? Knochen, Knochen, Knochen? Noch einer? Noch einer? Ja! Super! Da haben wir schon drei. Haben wir noch einen hier? Dann nehme ich die ganze Familie hier mit. Drei. Drei. Da hinten sind noch welche. Einer noch. Einen haben wir noch. Nicht weglaufen. Nicht weglaufen. Jetzt hat er mich gesehen. So, vier. Noch einer irgendwo? Ich meine, wir haben ja genug Knochen. Nee, ich will, wenn fünf haben. Komm, alle guten Dinge sind eigentlich drei. Bei mir sind es jetzt fünf. Jetzt gucken wir doch mal. Ob hier noch irgendwo, muss doch hier noch einer sein. Komm. Kann doch jetzt nicht alles gewesen sein, oder? War hier nicht letztens noch einer unterm Baum oder so? Ja, so. Jetzt haben wir fünf. Laufen wir wieder zurück. Mit fünf Doggies. Und einer toten Spinne. Jetzt sterben wir. Deren Faden wir einsaugen. So. Alle hinter mir? Family, mir hinterher. We are family. So, und die Kuh, die lacht mich auch an. Perfekt. Das Küchen lacht mich an. Alle hinter mir? Jawohl. Ach, die werden ja eh teleportiert, ne? Ich brauche ja gar nicht so wie, als wenn ich ein Tier hole. Ja, die werden teleportiert. Wie ich gerade schon gesagt habe. Aber hier kommen wir gar nicht rein bei uns, ne? Oh, so ein Scheiß. Machen wir uns halt einen Eingang. So. Wo setze ich die denn hin? Das sind ja Haustiere. Die gehören ja ins Haus. Habe ich den jetzt damit gefüttert? Mann, das wollte ich nicht. Ich wollte ihn hinsetzen. Oh, das hat der meine Keule gefressen, der Arsch. Echt. Ist ja voll zum Kotzen. Was macht ihr zwei hier oben? Kommt mal mit, ihr Penner. Ich will hier unten hinsetzen. In Reihe und Glied. Warum? Es fehlt auch einer, ne? Ich hatte fünf. So. Setz.
Die anderen werden ja teleportiert, ne? Müssen die doch eigentlich jetzt... Aha! So, kommt mal, ihr drei Fifis. Hier hin, hier hin, hier hin. Sitz. Kommt mal rein hier. Kommt. Put, 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 put. Was sind die benannt? Nicht so zwei, die siamesischen Zwillinge. Abstand, Penner. Jetzt hier rein. Ja, geht doch. So, eins. So setze ich auch hin. So, dann kann man die doch hier ein bisschen an die Wand schieben, oder? So. So. Platz in Reih und Glied. Perfekt. Na, die Knochen hier reinpacken. Und dann... würde ich sagen, gucken wir doch mal, was unser Weizen macht. Sieht man immer noch nicht gut aus. Aber hier kommen immer noch eine ganze Reihe Pflanzen, ne? Einsam, nur einsam. Ich glaube, ich bin da echt. Jetzt schleife ich mal ein bisschen Gras hier ab, damit wir ein paar Samen mehr kriegen noch. Samen, 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 Samen. Komm her, komm, Samen raus, ey. Geht das hiermit besser? Ja, auch nicht, ne? Mach ich mir jetzt nur unnötig am Arsch. Zwölf und eine Kuh. Zwölf und eine Kuh. So. Plupp, plupp. Mir ist nicht aufgefallen, dass wir hier noch ein ganzes Feld frei haben. Ist ja unnötig, wenn wir das frei haben. Das ist ja unnötig. War das ja auch besamen, ne? Pflanzen. Besamen, bepflanzen, wie auch immer. Weizen. So, damit können wir eigentlich schon mal. Eigentlich noch gar nichts machen, ne? Ich weiß nicht. Ich glaube, mit den 27 Heudinger kriege ich vielleicht drei Dinger. Drei Blöcke voll. Das ist ja wirklich noch nichts, ne? Deswegen würde ich sagen, bauen wir jetzt erstmal was anderes. Machen wir hier noch. Ein bisschen mal abchecken, was hier abgeht. Bauen wir mal ein bisschen was anderes. Was bauen wir denn Schönes? Wir haben... Dim, dim, dim. Wir können schon mal mit den Zäunen und den Fackeln die Umrandungen der Scheune machen. Sprich, die Käfige, sage ich jetzt mal. Die, wie nennt man das denn? Nicht Käfige, Gehege. Gehege. Da. Da war das Wort. Die Gehege machen. So, hier will ich muss ich auch einen doppelten Gang da machen, weil die Pferde kommen ja irgendwie seit dem Neuesten nicht mehr da durch. Hm. Die Kiste muss ich auch nochmal wegmachen dann. Die baue ich aber. Ja, hätte stehen bleiben können. Ich mach's anders. So. Das ist doch mal schön, oder? So, jetzt machen wir hier zwei schöne Fackeln noch drauf. Einmal. Zweimal. Ich bin raus vielleicht die ganze Zeit am Essen, ne? Das ist nicht so schlau. So, da kommen noch Törchen hin. Und das machen wir hier mal ein bisschen heller. Eins, zwei, drei. Oh Mann, ey. Das ist krass, nervt mich ein bisschen. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Ja, super. Das ist ungerade, ne? Ja, lassen wir das so. Eins, zwei. Hühnchen. Hühnchen passen ja durch eins durch. Genau. Dann machen wir hier eins, zwei, drei, vier. Das teilen wir einmal in der Mitte. Dann können wir hier einmal Kühe und da einmal Schafe machen. Genauso wie bei den Pferden. Die Pferde müssen auch nicht unbedingt jetzt, ich weiß ja nicht, wie viele Pferde ich später haben will. Das so haben, genau.
Wow, wow, wow. In Reihe und Glied sitzen sie hier. In Reihe und Glied. So. Das sieht doch schon mal schön aus bei uns hier. Und jemand hatte vorgeschlagen, eine Windmühle zu bauen. Das ist auch schon mal eine gute Idee. Können wir auch machen. Eine sehr schöne Idee. Allerdings weiß ich nicht, wo ich da anfangen soll. Das fängt schon insofern an, dass ich gar nicht weiß, ist eine Windmühle, wird die aus Holz gebaut oder aus Stein? Geht beides, oder? Das geht, glaube ich, sogar beides, ne? Okay. Das war gar nicht richtig, gar nicht falsch, dass ich das Holz genommen habe. Ich bin schon ganz durcheinander. Ich wollte nämlich einen Zaun machen. Ein Tor machen. Mehrere Tore. Wie viele Tore brauche ich denn? Eigentlich vier, ne? Vier Tore. Vier Tore, genau. Und ich brauche noch ein Tor. Und noch ein Tor. Mist, ich brauche noch mehr Tore. Weil ich wollte ja da und da auch raus. So. Ich das mal ein. Jetzt mache ich erstmal das Kackholz hier leer. Ah. Das ist für draußen, ne? Schwarzholzbretter, genau. Auch für draußen. Noch ein Tor für draußen. Und der Rest ist jetzt für innen mit den Eichendingern hier. Zwei Türchen. So, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gemacht. So. Hier wieder rein. Ey, Pferd, geh in deinen Stall. Geh in deinen Stall, du Arsch! Hab immer noch keine Slimes gefunden. Hallo. Geh da rein jetzt. Einfach schieben. Immer gut. Oh, wie hässlich. Oh. Egal. Das ist eigentlich gar nicht so hässlich. Dann weiß ich wenigstens, wo die Türen sind. Pech. Machen wir es so. So, aber hier. Reicht eine Truhe eigentlich, ne? Und hier will ich einen dunklen Zaun hinmachen, damit man nicht gleich sieht, dass man da reinlaufen kann. Bloß selber auf der anderen Seite. Damit. So. Das war da drin. Mehr war da gar nicht drin, ne? Zurück. Lauf. Und jetzt mache ich noch ein bisschen Zäunchen. So. Das müsste reichen. Zäune braucht man immer. Kann man nie zu wenig von haben. Aber jetzt haben wir die hellen Zäune gemacht, ne? Egal. Wir machen alles durcheinander. So. Dann kriegt das Pferdchen gleich auch helle Zäune hinten. Wo ist denn ungefähr die Mitte? Das sieht mir nach Mitte aus. Keine Ahnung, ob es stimmt, aber sieht zumindest so aus. Oh Mann, ey. So. Plupp. Und dann hier ein Eingang, da ein Eingang. Da ein Eingang. Und eine süße Fackel in die Mitte. Das lassen wir dunkel. Hier machen wir das helle Holz noch wieder hin. Ja, ein bisschen Abwechslung einfach, ne? Haben wir ein bisschen Abwechslung. So, ich hoffe, das reicht. Ja, Pferdchen. Genieß deinen großen Stall alleine. Irgendwann kommen Artgenossen und dann drängen die dich weg. Dann drängen die dich in die Ecke. So, dann würde ich sagen, war es auch schon mit der Folge. Wir laufen mal zurück.
Machen alles dicht hier. Machen die Schotten dicht. Ganz ordnungsgemäß alles schließend. So. So, so, so. Perfekt. Jetzt haben wir hier alles zu und sind hier auf jeden Fall sicher. Ich meine, Zombies waren eh voll wenige hier bei uns jetzt, ne? Aber gut. Da war noch ein Stock und das ist der perfekte Schluss. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert mich und dann bis morgen. Ciao.